Die SPÖ hat vor über einem Jahr den Vorschlag gemacht, die Mieten einzufrieren und nicht automatisch weiter zu erhöhen. Was hat die Regierung gemacht? Gar nichts. Sie haben zugesehen, wie für hunderttausende Menschen in Österreich die Mieten um bis zu 17% gestiegen sind. Und jetzt ist es 5:05. Die nächste Mieterhöhung droht ab 1. April wieder für hunderttausende Menschen, die in Österreich leben, fast plus 9% Miete. Die Grünen sind jetzt endlich auch für die Mietpreisbremse, aber die ÖVP hat Bedingungen. Sie will die Steuer, wenn man sich Eigentum kauft, senken. Schauen wir uns einmal an, wie die Steuer auf Wohnen überhaupt läuft, nämlich Wohnen im Eigentum und Wohnen zur Miete. Die Steuer auf Wohnen im Eigentum sind 3,5%. Die Steuer auf Wohnen zur Miete ist fast dreimal so hoch, nämlich 10%. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, welche Steuer ist zu hoch, dann würde man wahrscheinlich sagen, die höhere sollte man senken. Nicht so bei der ÖVP. Die ÖVP will die, die ohnehin viel niedriger ist, streichen und die andere gleich hoch lassen. Es geht doch darum, dass die Mieten in Österreich nicht noch weiter steigen. Die Mieten in Österreich sind hoch genug. Und die ÖVP will ein ungerechtes Steuersystem noch ungerechter machen. Da spielen wir nicht mit. Wir wollen, dass die Mieten für die vielen gesenkt werden und nicht die Steuer für wenige.